Ich möchte jetzt mit euch auf das nächste Video reagieren. Street Beef. Jazz versus The Revolver. Also ich muss dir sagen, dass unser blonder Freund hier einen unglaublichen Stil hat. No hate. Scarface and Street Beefs. We got an MMA match. Ey, guck mal, ne? Also ich will jetzt nicht irgendwo darauf reinfallen. Weil vielleicht sind das hier Ringerschuhe, die anderen vielleicht ist ein super kräftiger Bursche. Aber der linke sieht für mich mehr nach Street aus. Ich weiß, ich lag bisher falsch. Immer. Wirklich fast immer. Aber heute ist mein Tag. Okay, also ich werde jetzt hier, heute wird das alles geändert. Heute wird Geschichte geschrieben. Okay. In this corner, we got Colton the Revolver, fighting out of Winchester, Virginia. Ey, guck mal, ich will jetzt keine Witze machen. Der könnte ja auch so ein Justin Gaethje sein. Justin Gaethje sieht ja auch aus, als ob er als Kind so dreimal hochgeworfen wurde und nur zweimal aufgefangen. Aber kann ja sein, dass der das krass rausholt. Ne? Der ist ja nicht, der sieht ja nicht schwächlich aus. Sieht halt ein bisschen so aus, als wenn man ihm jetzt 6 Regeln erklärt, dass er 5 während des Kampfes wieder vergisst. Aber vielleicht reicht das ja trotzdem. 130, record of 0-0 in the yard. In this corner, we got Yaz. Was steht auf seinem T-Shirt? I don't go looking for trouble, trouble usually finds me. Ah, ich hasse ja solche, ja. Oh, ich hoffe, komm, wer ist Revolver, wer ist Jazz? Also, ist ja auch, also jetzt, man muss sich ja selber so benannt haben, oder? Meint ihr, der Blonde hat sich so der Revolver genannt? Und was hat er sich so gedacht? Fighting out of Iraq, 5'7", 145, with a record of 0-0. Be safe, fellas, fight hard. I'm going all MMA rules, guys, no knees, no elbows. Touch him. Aber guck mal, ne, der ist schon so überfreundlich, das mag ich eigentlich auch. So, also nochmal, die Schuhe, die er anhat, anscheinend den Grip. Ich bin gespannt, ob das so ein Ringer ist, dann muss der super körperlich kräftig sein. Hier, Street Beef-Typ, super lässig. So ein Masvidal ohne die Athletik. Okay, ich habe jetzt auf den linken gewettet. Ne, jetzt der erste Kick, ich ändere schon meine Meinung. Also jetzt die Aussage, wie die gewechselt hat. Ne, ich denke immer noch, das könnte ein Ringer sein. Na, was habe ich? Oh, fuck, und ich habe auf den anderen gewettet, ne? Das ist Nice! Geht, Jiminy. Use your hands in there. Ja, wer hat da geschrieben? Get up, baby? Freundin anscheinend hier. Circle to the back. No knees. Yeah, no knees, guys. My bad. Okay, good. I did the same thing last time. Good break. Don't forget to breathe, baby. Wer spricht sie? Ey, der läuft ja schon lässig, ne? Guckt euch nochmal den Gang hier an. Wartet. Good break, good break. Achtet nur auf den Gang. Warte, ich mach jetzt mal Zeitlupe an. Das ist so ein Selbstbewusstsein, oder? Den mache ich. Super. Nice. Ja, also ich hätte, also gut, dass ich das jetzt, weil ich bin halt nach wie vor ahnungslos, ey. Also jetzt hätte ich gesagt, hätte ich dann gesehen, wenn der Ringer ist, hätte ich auf den gewettet. Aber der wurde jetzt ein paar Mal, der scheint leichter zu sein. Keine gleiche Gewichtsklasse. Ich bleib bei meinem Jazz. Wobei jetzt... Guck mal, ne? Also der ist schon ziemlich eingebildet. Dafür hast du jetzt den Anfang noch sehr vorsichtig gemacht. Ey, vielleicht ist das ein richtiger Playboy, ne? Also auch jetzt so, vielleicht ist das deine Freundin, die ganze Zeit reinruft, so, hey Baby, du machst das. Also, mal schauen. Let's go, Colton. Use your hands, Colton. Dig the body. There you go. Good way. Rush him. Keep the hands up. Ui, 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 ui. Also... Front kick the face! Also das Mädchen, Kinder, Junge. Wie heißt der jetzt? Kann mir jemand sagen, wer von den Revolver ist und wer Jazz? Ja, aber das fehlt ihm als Ringer halt, so diese Distanz zu überbrücken und dann ermüdet ihr schnell, der andere ist augenscheinlich schwerer. Also jetzt, ich bin gut, dass ich auf meinen gewettet habe. Ja, also das nervt mich jetzt auch, dass meiner halt so blöd lacht. Alter, du hast noch nichts getroffen. Wie kannst du lachen?
Ja, straight at the front, bro. Use your angle. Ich weiß nicht, die Kämpfer heutzutage, haben die das nicht, werden die nicht mit so einem gewissen, also wenn man sich freut, dann leiste auch was. Colton, step aside and use your hands. Come on, 30 seconds. Das sind ja seine Hände auf dem Rücken. Work in circles, Colton. Work in circles, Colton. Check that leg kick, Colton. Oh. Ah, okay, aber seht ihr, der ist mit seiner Freundin hier, also der muss, ja. 15 seconds. Ey, das ist für mich so ein ganz unscheinbarer Typ, ne? Den hätte ich eher so... Kann mir mal zeigen, wie die Freundin aussieht? Das finde ich jetzt schon interessant. 15 seconds. Guys, way to keep it clean, man. Way to keep it clean. Nice, guys. Eieiei, aber guckt euch, also jetzt mal nur, hey, schaut euch mal das Gesicht jetzt an. Der arme Junge hier... Der ist jetzt aber schon mitgenommen. Seht ihr das? Also achtet mal darauf. Ich mache mal hier noch mal ein bisschen langsamer, dass wir uns genau darauf fokussieren können. Aber schaut mal. Ja, seht ihr das zusammen? Also ihm kostet das Anstrengung, hier zu sein. Ne? Und ihr seht das, den Gesichtsausdruck. Das ist nicht Böswilligkeit. Dafür ist er eher müde. Der Gegner hat... Also wenn es jetzt Aggression wäre, dann hätte er sich dafür gerecht, dann in der Sekunde, als der Gegner die Hand auf den Rücken nimmt. Dass er das nicht gemacht hat, zeigt euch, dass es eher ein anderes Gefühl ist, eher fehlende Kraft etc. Unglaublich. Okay, er tastet sich langsam ran. Und ihm fehlt auch die Kraft. 5 Sekunden noch. 4, 3, 2, 1. Ja, also wenn der Kampf so weitergeht, gewinnt der Lockenkopf. Revolver, wer auch immer, also jetzt der Blonde, muss halt irgendwie eine Strategie jetzt finden. Er muss entweder überbrücken und dann Dirty boxen. Er darf gar nicht versuchen, den anderen auf den Boden zu kriegen. Er müdet ihn zu krass und dann auch gar nicht so viel um die Positionen kämpfen. Also er sollte einfach oder halt wirklich rangehen und dann einen Schlag am Nahen. Aber also für mich sieht alles danach aus, dass er sich richtig geschätzt. Last round. Go. Go. Ja, nice. That's right. Nein, ey, 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 get on him, get on him. Oh, okay. He's going wild. Hands up. He's feeling it. Yes, hands up. Stay focused. Don't get sloppy. Circle constantly, guys. Hey, guys, let's go, baby. Memo an mich selbst, Kindern besser kämpfen beibringen. Also wenn mein Kind hier irgendwann mal gesehen wird, das kämpft gefälligst richtig. Ja. Menschenskinder, du bist Ringer und jetzt lässt der Ringer dem die ganze Zeit die Distanz. Mit so... Junge. Aber fair. Also es muss ja bei dem K.O. enden. Guck mal, der eine verkrampft, der andere hat wenig Chancen. Tja, Mini Conor McGregor, da ist nichts mehr mit Showboating. Guck, das ist das, was man sagt, so ermüdet den Körper, der Kopf folgt, also er hat gar keine andere Möglichkeit jetzt mehr. Je mehr das Ganze jetzt trifft, er kann sich ja gar nicht frei bewegen jetzt, seine Beine, wenn die wehtun, er ist Ringer, er muss die Distanz überbrücken, sein Muskel übersäuert. That's it! Ich habe recht gehabt. Auch an der Psyche jetzt, ich sehe keine Möglichkeit, dass das alles endet. Ich sehe nichts. Distanz überbrückt. Ihr seht auch, also er zeigt den Schmerz offen. Er lässt sich dominieren. We got his bomb sniffing dog out here and everything. You know? 20 seconds, fellas. Yeah, right. Hey, that dog's on it. Hey, you owe me, that dog would have been gone already. Can't see. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time. Eieiei. Also die letzte Runde, aber wie ich gesagt habe. Last round. Ready, timer? Go. Last round, guys. Good fight. Real good MMA fight. Ja, der Lockenkopf jetzt
einfach dadurch, dass er arbeitet. Der andere ist... Oh! Also wenn das jetzt schief geht, ne? Ui! Menschenskind, also was auch immer die da machen. Unvorhersehbar. Gar nicht schlecht, wenn er jetzt kommt. Oh! What the fuck? Ey, seht ihr das? Der taumelt. Das war eiskalt ein Sidekick zum... Also... Was hat er getroffen? Kehlkopf. Nice. Jackie Chan. Das ist das, was ihr seht. Jetzt, wenn eine Sache einmal klappt, macht man sie meistens das zweite Mal. Das heißt, ihr könnt schätzen, dass er es wieder macht. One minute left. Go hard, go hard, go hard. Oh, hier kann man so einen Eddie Street Fighter Move. We don't keep it clean, man. No boxing, nice and clean. Fighting nice and clean. 45 seconds. Nice kicks. Just don't do it. Komm, komm schon und kontern. Einmal, ein. 20 seconds. Und. Er hat dieses blöde Ding dahin gebaut. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time. Ja, also da muss man gar nicht weiter drüber reden.